Hallo und willkommen zu Kirmes News. Mein Name ist René Unger-Wagner und das Nummer 1 Thema ist jetzt gerade Phonomio. Das 16.000 bis 60.000 Quadratmeter ist, also von 1.600 bis 6.000 Personen gleichzeitig ist. Die genaue Zahl weiß man nicht ganz genau. Auf jeden Fall soll es so rund um die Westfalenhallen bis Strobelallee sein. Themengebiete findet man den Gastrobereich in einem Fischersdorf. Ja, und 80% waren letztes Jahr auf Kranke. Und man kann unbegrenzt fahren. Tickets sind sogar online buchbar. Aktuell muss das Land und Segen geben, ob für Reisende Freizeitparks die gleichen Regeln gelten wie für feste Freizeitparks. Die Stadt Dortmund unterstützt das Projekt bestmöglich. Ja, warum ist keine Internetseite? Und das ist so eine Kacke, dass man keine Internetseite findet, dass man mehr Infos bekommen kann. Ja, und dann kommen wir zum Düsseldorf zurück. Nach Düsseldorf fahren wir wieder zur Messe und da gibt es eine Motorradschau. Also lese ich euch mal vor. Eine tolle Motorradschau der Geschwister Weisheit erwartet euch in Düsseldorf. Hoch über der Messe Düsseldorf werden 350 Meter lange Stahlseile nebeneinander gespannt sein. Von der Welt eine einmalige Motorrad-Hochstartanlage. Anlage fahren 3 KTM-Maschinen von 12 bis zu 40 Meter Höhe. 12 Artisten bieten dabei akrobatisch Höchstleistungen auf und unter den Fahrzeugen da. Also das habe ich schon mal gesehen. Also es gibt unterschiedliche, das ist nicht einzigartig, es gibt sowas öfter. Habe ich schon öfters schon gesehen. So, dann kommen wir zu Kranke to go. Ja, auch Kranke hat überlegt, wie machen wir das denn? Und da hatte man die Idee, ja, wir bauen da auch Buden hin und wollen Herne nicht, die Herner Schausteller nicht verarmt bleiben. Und es ist mehr Absperrung als Buden. Und ja, das ist es so. Und das ist am Eingang, wo an der Hauptstraße ist der Eingang, ja, auf diesem Platz da ist der auch. Ist der Eingang auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir zu kleinen Themen. Softeis stand vor dem Globusmarkt in Gensingen, Rheinhessen. Und wenn ihr gesehen habt, da gibt's Stand, bitte. Ja, boah, das muss ich dir erzählen. Ich erzähle, also wenn ihr gerne schreibt unter die Kommentare, wo ein Stand oder eine To-Go-Games gibt, dann werde ich das auf dem Video aufnehmen. Vielleicht nicht alles, oder ja, aber ich werde das auf jeden Fall aufnehmen und dann den Besuchern das sagen. So, dann kommen wir zum Schluss, so wie den dritten Mal, die tägliche Corona-Zahl. Ja, es ist gesunken. Gestiegen. Auf jeden Fall, Neuinfizierte sind 342, neue Tote sind auf 18 gestiegen, 29 sind neue und Genesung auf 800, 200 sind gestiegen. Ja, und
wir haben noch Infizierte, sind es ja von Infizierten auf 500 minus, über 500 minus, 6519 Infizierte haben wir noch. Das sind gerade 3,57%. Und wenn euch das Video gefällt, gebt ein Like. Wenn es euch nicht gefällt, ein Dislike. Und bis zum nächsten Mal. Euer René Wagner.